Ich bin Kapitän Iris. Hallo, ich bin Kapitän Bridge. Wir sind Piloten bei EasyJet. Du fragst dich vielleicht, wie Flugzeuge fliegen. Ein Flugzeug wiegt ja an die 500 Tonnen. Das ist etwa so viel wie 250 Elefanten. Und Elefanten können ja nicht fliegen. Sie haben keinen Reisepass. Um fliegen zu können, braucht ein Flugzeug vier Elemente. Tragflächen bzw. Flügel, ist ja logisch. Schubkraft, das sind die Triebwerke, die das Flugzeug antreiben. Luft, die Bewegung der Luft über den Tragflächen sorgt für den Auftrieb und das Abheben vom Boden. Und Luftwiderstand, dadurch wird das Flugzeug langsamer. Probier einmal dieses Experiment aus. Halte ein Blatt Papier so. Siehst du, wie es sich biegt? Wie ein Flügel. Jetzt vorsichtig über das Papier blasen, bis es sich nach oben bewegt. Schauen wir uns nochmal diese Elemente an. Nein, ich sagte Elemente. Die Tragflächen sind vorne dicker und hinten dünner, sodass sich die Luft schneller über die Tragflächen bewegt. Schubkraft? Das ist die Geschwindigkeit des Flugzeugs. Es hebt bei etwa 240 Stundenkilometern ab. Beim Aufsteigen beschleunigt es etwa auf 480 Stundenkilometer. Das ist die Höchstgeschwindigkeit. Wusstest du, dass es auch in der Luft ein Limit gibt? Und dann fliegt das Flugzeug mit einer Dauergeschwindigkeit von etwa 800 Stundenkilometern. Um langsamer zu fliegen, muss die Nase vom Flugzeug nach oben oder muss die Oberfläche des Flügels größer werden. Schauen wir uns mal an, was mit den Flügeln eines Vogels passiert, wenn er zur Landung ansetzt. Die Form der Flügel ändert sich. Und genau so fliegt ein Flugzeug. Easy! Ein Flugzeug ist sozusagen ein Vogel aus Metall, aber größer und mit Essen und Trinken an Bord. Jetzt bist du an der Reihe. Flugzeuge aus Papier fliegen, weil der Wurfarm für Schubkraft und die Luft über den Flügeln für Auftrieb sorgt. Versuch mal, ein Papierflugzeug zu basteln. Experimentiere mit der Form und der Größe der Flügel und beobachte, welchen Unterschied das macht. Viel Glück!